Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch meinen Douglas-Einkauf vorstellen. Ich hatte nochmal zweimal bei Douglas bestellt, weil es immer noch diese 20% gab. Und es gab noch ein... Oh, Gott sei Dank habe ich es endlich bekommen. Ja, das wollte ich euch einfach zeigen. Ich dachte, wenn ich schon so overdress am Viertel nach zwei... Meine Kinder sind außer Haus. Der Kleine ist beim Papa und die Xena ist noch in der Schule. Und deswegen habe ich gedacht, drehe ich diesen Look. Ich habe ihn irgendwie so verschlimmbessert. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, was ich da kreiert habe, ehrlich gesagt. Wir lassen das Ganze. Ich habe auch mal Fake Lashes drauf. Klack, klack, klack. Ja, auf jeden Fall, es geht mit Douglas. Ich hatte bei Douglas bestellt. Es kam auch endlich an. Also ich hatte zwei Pakete. Das erste kam am Dienstag, das zweite kam am Mittwoch. Ich stelle euch ein bisschen mal höher. So. Ich glaube, so ist für euch angenehmer, mich anzugucken. Ich hatte, wie gesagt, bei Douglas bestellt. Es gab immer noch 20% und ich musste es ausnutzen. Ich wollte nämlich noch was haben. Also ich will immer noch was haben, aber darauf kann ich jetzt noch warten, weil ich ja jetzt die andere habe. Ich zeige euch auch, was ich haben wollte. In meiner ersten Bestellung... In meiner ersten Bestellung hatte ich von Zoeva eine Palette noch, die ich... Ja, ganz interessant fand. Ich finde die Farbbezeichnung zwar nicht gerade passend. Ich werde euch auch zeigen, welche das ist. Und zwar habe ich diesen Look heute damit geschminkt. Das ist die Warm Spectrum Palette. Ich finde nicht, dass es Warm Spectrum ist, um ehrlich zu sein. Ich zeige euch das schöne Schätzchen. So sieht es aus. Es ist eine Palette mit... Ich würde sagen, drei warmen Tönen, der Rest ist eher kühl oder nude gehalten. Vielleicht ist der noch ein bisschen warm, aber ja, der geht schon ins Topige. Ich würde auch nicht sagen, dass mein Augen-Make-up warm ist, weil ich das nicht finde, dass es warme Töne sind. Naja, auf jeden Fall ist es die Warm Spectrum, 20% weniger. Ich habe nur noch 27 Euro gezahlt, ich konnte da nicht nein sagen. Statt 35 habe ich nur noch 27, 28 Euro gezahlt und ja... Es ist ein Hingucker. Ich habe heute fünf Farben aus dieser Palette verwendet. Und zwar habe ich auf dem beweglichen Lid diese Farbe drauf. Im Außenwinkel habe ich diesen schönen lila Ton drauf. Den Peach Ton habe ich im Innenwinkel. Hier so mit einer anderen Farbe drauf. Und als Blenderton, als braune Transition Color, habe ich diesen schönen braunen Ton drauf und zum Highlighten habe ich den Ton auch im Innenwinkel, aber eher vorne gesetzt, also vorne. Peachige, ja, was soll ich sagen, die Palette ist wieder mal super pigmentiert, habe auch nichts anderes erwartet, wie gesagt, ich besitze mittlerweile sehr viele Zoeva Paletten mittlerweile. Hat sich da einiges angehäuft und ich hatte Geburtstag, ich wollte mir einfach absolute Sachen gönnen, die für mich schön sind, die es wert sind, ja, die auch nicht günstig sind, weil die günstigen kann man sich immer mal wieder kaufen. Und ich finde, 35 Euro für eine Palette geht. Also wenn man es auf 15 Lidschatten rechnet, geht's. Aber man muss ja auch erstmal für die 35 Euro bezahlen. Und bei 27 Euro konnte ich da nicht nein sagen. Das war noch eine Palette, die mich so als große Palette interessiert hat. Die Cool Spectrum ist, ja, von den Tönen her grün, blau. So dunkel gehalten, so dunkle Töne findet man in jeder Palette irgendwie und deswegen habe ich die Warm Spectrum genommen, weil lila und sowas und Peach und dieses andere Zeug, Brauntöne sind schon toll und die interessieren mich auch. BH-Träger. Man sollte doch eine Erfindung haben wie durchsichtig, aber nicht sichtbar. Ich habe hier so ein cooles Oberteil an, das ist so eine Statement-Kette schon dran. Ich finde auch, dass es so süß aussieht mit dem, ja, mit der Kette und dann dem Metall. Deswegen habe ich es heute noch mal an. Und weiter geht's mit zwei Pinseln. Also einen habe ich immer mal wieder angeguckt, den hatte ich auch schon in Verwendung. Allerdings ist mir dann auch gleich beim Auspacken aufgefallen, dass er verklebt ist. Wie ihr seht, ich hoffe, das wäscht sich raus. Ansonsten müsste ich das mal versuchen, mit einem Augen-Make-up-Entferner abzukriegen, weil ich hoffe natürlich nicht, dass es Kleber ist. Das wäre ärgerlich. Der 134er Luxe Powder Fusion ist es. Ich habe den überlegt, eben um Highlighter aufzutragen oder
großflächig zu verblenden, also gerade so eine helle Farbe. Ich finde, Pinsel kann man nie genug haben. Oder hier, um ein Highlight zu setzen. Ich denke, dass das sehr gut funktionieren wird. Wie ihr seht, bin ich auch gehighlightet. Ich finde mein Finish echt gesund. Ich finde, ich sehe heute sehr gesund aus durch den Glow im Gesicht, durch die Sonnencreme. Fange ich gerade auch nachzuglänzen an. Also das dauert ungefähr so eine Stunde. Dann fange ich an nachzuglänzen und das zieht sich dann so über den Tag und dann sehe ich ziemlich glowig aus, was mich nicht stört, weil meine Foundation trotzdem nicht bebt. Also es ist natürlich was anderes wie ohne Lichtschutzfaktor, aber an sich bebt es nicht und es bleibt Trag im mir noch mal ein Gesicht. bisschen nach von den super tollen Water Kiss Lippenstift von Essence auf in der Hydrostar. Finde es so wunderschön. Richtig schön pralle, gesunde Lippen. Also ich finde, dieser Lipgloss macht so einiges her. Ja, zum Pinsel. Ich hoffe natürlich nicht, dass er verklebt ist. Ich meine, der hätte eigentlich 11 Euro gekostet. Ich habe jetzt wirklich tatsächlich beide Rechnungen da. Letztes Mal habe ich gesagt, ich habe beide Rechnungen da, hatte ich aber nicht. Ich schaue mal kurz, was der zu Eva Pinsel gekostet hat. Der hat nur noch 8,79 € gekostet und trotzdem für 9 Euro finde ich es schade, wenn er verklebt ist. Also ihr seht es, ich hatte den auch verwendet gehabt in einem Tutorial, aber er ist total verklebt und es ist Also ich total habe mich grob. schon auf ihn gefreut und hätte ihn halt gerne nicht verklebt gehabt, ne? Ist klar. Der kam auch mit so einem Teilchen hier, damit er nicht auseinanderfranst. Aber wenn er verklebt ist, kann da ja nichts auseinanderfransen. Und noch ein Pinsel hat mich interessiert. Mal wieder ein Augenbrauenpinsel. Der sieht so aus. Der hat relativ lange Borsten. Den hatte ich auch in Verwendung. Ist aber trotzdem relativ fest und weich gebunden. Also so ein Zwischending zwischen weich und fest. Schaut mal meine Fingernägel an. Dem Video kommt es gar nicht so pink metallisch rüber. Vielleicht beim Schneiden sieht es dann so aus. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Das ist ein neuer von Trended Up. Die aus dieser Mini-Version. Richtig geil. Naja, auf jeden Fall der Pinsel weich ab, weich ab. 318 Soft Paint Liner. Ja, den habe ich tatsächlich für meine Pomade benutzt. Es hat sehr gut funktioniert. Dieser Pinsel erinnert mich an den von Kryolan, meinen Augenbrauenpinsel. Er ist ein bisschen größer, stört mich aber Ich habe eigentlich heute ein neues nicht. Augenbrauenprodukt drauf. Ich finde es relativ gut. Was sagt ihr? Ich fange an. Seht ihr das? Ich hatte wie so eine Art Ausschlag ganz viele kleine Pickelchen bekommen von einer Sonnencreme, die abgelaufen ist. Also ich vermute, dass es das ist. Oder von Balea die Creme, Nachtcreme. Ich krieg da immer so ein Kribbeln und es für geht gar nicht. 7,11 € durfte er in meinen Warenkorb mit den 20%. Eigentlich hätte der, glaube ich, auch 9 Euro gekostet. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich auch für 9 Euro irgendwann mal gegönnt, aber wenn man ein bisschen sparen kann, ist das doch super. Und er funktioniert auch sehr gut. Habe ich auch schon in einem Video verwendet. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Video überhaupt hochladen kann. Deswegen habe ich nochmal den Look sozusagen fast nachgeschminkt, weil dieses Video abends entstanden ist. Und ich glaube, das hat sich so in die Länge gezogen, wie alle meine Videos. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht weniger reden. Ich versuche es immer wieder, aber selbst jetzt geht es nicht mal in einem Haul. Dazu habe ich mir bei Douglas dann noch von Angel das Parfüm ausgesucht. Ich habe jetzt zurzeit keins drauf. Ich habe die Body und Creme, dachte, ja, von Terry Markley mag ich das Alien. Es ist mein absolutes Favoriten Parfüm. Ich könnte durchdrehen, aber auch es mittlerweile. war nicht in meinen, wie nennt man das? Ich hatte es aufgebraucht. Es war das von Lancôme. Ich finde, irgendwas müffelt an diesem Angel Parfüm. Ich dachte erst, die Bodylotion wäre umgekippt, aber das ist das Parfüm. Es hat so einen Unterton. Ja, ich nehme es mal mit und probiere es einfach aus als Parfüm, weil ich es nur als Bodylotion habe. Dann habe ich mir bei Douglas noch was also ausgesucht, was sie mir aussuchen Und dürfen. dann kam das hier mit, ich habe es jetzt schon aufgerissen, von Bare Minerals. Meine Güte. Eine Mini-Mini-Probe.
Ich finde es so süß. Schaut mal, es sieht aus wie ein Lidschatten. Das ist Bare Pro Powder Foundation Fond Detailed. Ja, Naturell 11. So sieht Und es total aus. putzig. Ich muss sagen, das ist so süß. Guck mal, wie groß das ist. Also echt mini. So wie ein. Also ich zeige euch mal den Lipgloss nebendran. Echt mini, aber total putzig. Das werde ich in meiner Tasche machen, wenn ich dann unterwegs bin. Ein hautfarbener Ton. Geht so ein bisschen ins Orange, könnte mir aber trotzdem passen, weil ich eigentlich ein relativ helles Gesicht habe, aber mein Körper relativ Ich gehe braun schon ist. Ab und zu mal ins Solarium, aber jetzt nichts tägliches oder auch nichts wöchentlich, auch nicht zweiwöchentlich. Je nachdem, wenn ich mal, vielleicht, ja, was habe ich? Einmal in 2 Monaten. Vielleicht kommt es auch mal vor, dass ich zweimal in einen Monat gehe, aber dann wieder ein halbes Jahr nicht. Einfach um meine Bräune zu Und dann halten. kam da so eine Quaste. Ich weiß nur nicht, ob das für die Foundation ist. Total weich oder das als Schutz gedacht war. Keine Ahnung. Aber packe ich mir auf jeden Fall in mein Schminktäschchen zum Mitnehmen. Total putzig. Also echt süß. Da ist 1 Gramm drin, habe ich gesehen. Aber total süß, dass man sowas herstellen kann überhaupt. Und dann kommen wir zur zweiten Bestellung. Da sind auch unzählige Zettel hier mitgekommen, Werbung und nochmal 5 € Rabatt und so weiter und so fort. Warum ich dann ein zweites Mal bestellt habe, ich könnte ausrasten, dass ich sie bekommen habe. Tada! Meine Melange! Meine Karamell-Melange-Palette ist endlich vorrätig gewesen. Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, dass sie nicht mehr vorrätig ist und mein Wunschprodukt ist nicht mehr drin. Ich so, hä? Ich habe sie doch schon bestellt gehabt und da hatte ich aber noch ein. Da habe ich gerade das Paket abgeholt und im Fitnessstudio habe ich dann eine E-Mail gekriegt, die ich auf dem Laufband dann angeguckt habe, weil ich eh gerade Cooldown gemacht habe. Konnte ich das dann lesen und dachte, hä? Ich bin ja mal gespannt, was in meinem Päckle drin ist, weil das hatte ich schon in meiner Fitnesstasche, weil ich dem Postboten über den Weg gelaufen bin und dann nicht Bock hatte, am nächsten Tag zur Post zu eiern, sondern direkt ihn angesprochen habe, ob er mein Paket da hat. Und natürlich, er hat sich gefreut, dass er nicht dort zur Post musste und ich habe mich auch gefreut. Hey, das ist die absolute warme Palette. Das ist eine warme Palette, aber nicht die Warm Spektrum von zu Eva. Das ist. Ja, da ist schon mein Fingerdätscher drin gewesen, aber super So kommen die Farben richtig gut raus. Ich muss das ist sagen, die die wärmste Palette, glaube ich, die ich so mit noch zwei vielleicht anderen besitze. Wirklich sehr, sehr schön. Schade, dass ich schon reingedätscht bin, aber alleine die Pigmentierung, ihr seht, wie metallisch das ist. Es ist Bombe. Einfach nur wunderschön. Ich werde auch dazu natürlich einen Look schminken. Ich konnte mich zwischen den zwei entscheiden. Ja, 4 glitzernde und 4 matte. Perfekt, um einen Look zu sehr, sehr, kreieren. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Also ich weiß, warum ich darauf gewartet habe, bis ich sie endlich holen konnte. Was heißt gewartet? Ich habe ja unzählige andere Paletten für die bestellt. Also im Endeffekt hätte ich auch. Wenn ich nur die bekommen hätte, hätte ich weniger Geld aber ausgegeben. sie lohnt sich alleine für mein Auge schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie nicht verwenden werde, weil die Pigmentierung echt Bombe ist. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, alleine das Design. Ich habe euch gesagt, gell, das handelt sich um Karamellmelange. Glaube ich, heißt die. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Und sie Karamell. beschreibt wirklich eine warme Palette. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr warme Palette. Wärmer auf jeden Fall als die Warm Spectrum und ich liebe Dann sie. wollte ich ein war, dann habe ich noch so bei NYX gestöbert, natürlich in der zweiten Bestellung, weil ich ja unter 25 € gekommen bin, glaube ich. Wie war denn das? Ja, genau, ich bin unter 25 gewesen, da musste ich ja irgendwas einpacken, weil die erste Bestellung hat 43 gehabt und die zweite Bestellung hatte was mit 27. Bei der ersten Bestellung bin ich auf 43 € gekommen, hätte aber eigentlich 54,78 gezahlt. Das habe ich mir extra hier mal notiert gehabt. Moment, wo ist es? Da. Da könnt ihr sehen, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Naja, nicht wirklich sehr schön. Ich wollte einfach gucken, was habe ich eigentlich nochmal gespart. Und bei der anderen Bestellung bin ich auf 27,16 gekommen.
Auch da ihr könnt ja selber mal sehen, was ich erspart habe. Alleine bei der Zoeva-Palette habe ich schon 4,40 Euro gespart. Und dann konnte ich einfach mal so noch die Palette. Oh nein! Tut mir sehr leid, dass jetzt die Steckdose mit dabei ist. Aber mein Hintergrund hat sich gerade verabschiedet. Und ich zeige euch noch schnell die letzten drei Produkte. Auch da habe ich Goodies drin gehabt. Und zwar habe ich mir die Fit Me nochmal ausgesucht und 120 Classic Ivory. Ich wollte es eigentlich mit meiner anderen mischen, wenn jetzt anfängt. Oder halt eben die in meine Kosmetiktasche zu machen, dass ich immer eine Foundation da habe, damit ich nicht ohne Foundation aus dem Haus gehe, falls ich mich mal irgendwo im Nirgendwo schminken wollte. Einfach so Pröbchen. Dann hat Douglas mir noch eine Probe reingelegt, weil ich wieder gedacht habe, vielleicht kriege ich wieder von Bare Minerals nochmal so ein Puder von Chloe. Dieses hier. Ja. Auch das werden wir testen. Also es ist süßlich. Am Anfang, wo ich es drauf gesprüht hatte, war es fürchterlich. Er erinnert mich ein bisschen so nach Oma. Und trotzdem eine frische Oma, die gerade frisch Wäsche gewaschen hat. Also eine Oma, die sich Chanel Nummer 5 drauf gesprüht hat und frische Wäsche gewaschen hat. So riecht es. Vielleicht entwickelt sich das gleich besser, aber ich glaube es nicht. Dann habe ich mir von NYX nochmal einen Jumbo Eye Pencil bestellt. Ich hatte den Milk auf jeden Fall mal. Und ich glaube auch, dass ich noch einen anderen besessen. Ja, heißt das eigentlich besessen? Also, ich habe auf jeden Fall mal einen gehabt. Das ist jetzt der Strawberry Milk 605. Das ist so ein schöner rosa Ton. Da kann man es ganz gut erkennen, denke ich. Ich wollte einen rosanen Highlighter-Stift, den ich im Innenwinkel auftragen kann. Oder mal auf der Wasserlinie. Jetzt seid ihr so dunkel, gell? Ich glaube, dann setze ich mich doch lieber mal so hin, wenn eh mein Hintergrund sich verflüchtigt hat. Und zwei Monos durften mit, weil sie eben von 3 Euro, was haben sie dann schlussendlich gekostet? 2,39 Euro. 2,39 Euro, ganze 60 Cent weniger. Da musste ich mal wieder zuschlagen. Ich mache sie mal schnell auf. Und dann sind wir aber auch durch. Und zwar durfte einmal die Farbe Flausche Red. Schaut mal, so sieht es aus. Es ist so ein schöner Rot. Beerenton, das könnt ihr auch mein Nagellack besser erkennen in dem Tageslicht. So ein schönes, ja, wartet mal, so kommt das richtig raus. Ich switch ihn euch mal dahin. Es ist ein Braun mit roten Pigmenten drin. Also eigentlich ähnlich wie mein Nagellack sogar. Da ist irgendwas drin. Erinnert mich aber auch an einen, den ich schon da habe. Und dann durfte mit... Guckt mal, ich kann es nicht lesen schon wieder. Das ist ein Zungenbrecher für mich. Der hier mit. Ne? Starstruck, glaube ich. Ja. Das ist so ein ganz, ganz schöner Rosenholzton. Den swatche ich euch mal daneben. Hat aber rosane Glitzerpartikel drin, aber ganz, ganz samtige. Nee, das fängt, glaube ich, die Kamera gar nicht so ein. Aber vielleicht sieht man das trotzdem. Also ich sehe es jetzt nicht. Wunderschöne Farbe. Ich kann sie mir sehr gut in der Lidfalte vorstellen. Oder auch komplett auf dem beweglichen Lid. Und den einfach in der Lidfalte. Die Kombi, denke ich, funktioniert auch ganz gut. Und den im Innenwinkel. Ja, ich habe mir schon ein bisschen was darüber Gedanken gemacht. Obwohl das jetzt eigentlich eine spontane Entscheidung war. Das waren die, die mich im Internet gleich angesprochen haben von den Farbrange, aber ganz ehrlich, im Internet Sachen zu kaufen ist eigentlich wie die Katze im Sack. Ich bin aber trotzdem froh, dass es Farben sind, die mich ansprechen, obwohl ich sie so noch gar nicht gesehen habe im Laden. Ich bin gespannt und ich werde es auch mal mit euch zusammen testen oder auch mal alleine und dann mal mit euch zusammen. Vielleicht seht ihr auch mal die Farben im Look, also im Video. Ja, Mädels, ich habe einiges bei Douglas liegen gelassen mal wieder. Jetzt ist mal Douglas Tutti. Ich habe mir Sachen gegönnt. Gegönnt. Ich liebe dieses Wort, gönnen. Meine Lippen wirken so dunkel.
obwohl sie echt roséfarben sind. Okay, meine Lieben. Glas. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute ist der 22. Mal schauen, wann ich das Video geschneidet bekomme. Und ich hoffe natürlich, wie immer, bitte beachtet diese Steckdose nicht. Ich werde so mein Video zu Ende drehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao.